Minecraft bekommt Besuch von Pokémons. Die müssen wir natürlich fangen können. Von daher zeige ich dir, wie du heute dir deine eigenen Pokébälle baust. Wir haben den ganz normalen Pokéball, den Superball und sogar den Meisterball. Wie man sich die baut und wie du dafür die passenden Pokémon kriegst, zeige ich dir jetzt. Bevor wir zum Craften kommen von so einem Pokéball, gucken wir uns die nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe mir zum Beispiel den ganz normalen Pokéball, einen Superball und den Meisterball. So, und jetzt gucken wir mal, was in diesen Pokébällen drin ist. In unserem Pokéball habe ich mir zum einen ein kleines Flammenhühnchen gefangen, was irgendwelche Feuerkräfte besitzt. Welche genau weiß ich noch nicht. Ich konnte noch nicht genug mit dem trainieren, aber ich werde mich noch ransetzen. Na, komm zurück in den Pokéball. Kommst du wohl zurück? Wir kommen jetzt mal zu unserem Superball. Hiermit habe ich mir eigentlich einen Verwüsterer gefangen und ich kann euch sagen, so einen Verwüster in so einem Pokéball zu bekommen, ist gar nicht mal so einfach. Ich musste mir erstmal mein Feuerhühnchen fangen, um überhaupt gegen ihn zu kämpfen, weil der lässt sich nicht so einfach in einen Pokéball einsperren. Nun kommen wir natürlich noch zu unserem Meisterball. Ich musste mir wirklich erst meinen Verwüsterer fangen, um überhaupt ein Zombie-Pferd zu holen. Und dafür braucht man leider immer einen Meisterball. Zack, und da haben wir unser Zombie-Pferd. Ich weiß noch nicht genau, was es für Kräfte hat, aber ich will es unbedingt noch rausfinden. Soviel zu mal zu den Pokémons. Man kann natürlich jede Art in jedem Ball natürlich auch fangen, man muss es halt nur können. So, kommen wir aber einmal dazu, wie man sich einen Pokéball craftet. Fangen wir erstmal an mit dem Schneeball. Für jeden Pokéball brauchen wir insgesamt 2 Command-Blöcke. Bevor wir jetzt gleich reingucken, achten wir darauf, dass wir diese Command-Blöcke so platzieren, dass sie immer in eine Richtung mit dem Pfeil zeigen. Fangen wir dann erstmal an, uns einen wiederholenden Command-Block zu setzen, den auf Bedingungen loszustellen und immer aktiv. Jetzt gehen wir mal in den Befehl rein. Hier brauchen wir an sich nur Execute, nehmen natürlich jetzt einmal unsere Mobs oder halt auch Items kann man darunter nehmen. Da nehmen wir jetzt den Typ Schneeball. Dann machen wir natürlich noch einmal die Spawn Location. Hier brauchen wir jetzt keine, von daher tragen wir nichts ein. Spawn uns jetzt etwas und zwar ein Hühnchen. So, ganz eigentlich einfacher Command. Jetzt gehen wir in den nächsten rein, den wir damit verbinden. Das ist jetzt ein verketteter Block, bedingungslos und immer aktiv. Gucken wir auch mal den Befehl uns an. Also, execute, wieder unser Mob. Jetzt nehmen wir keinen Schneeball, sondern das, was im Schneeball ist, denn hier wollen wir jetzt den Effekt noch ausstatten. Spawn Location brauchen wir nicht. Kommen jetzt zu unseren Partikeln, weil das wird jetzt die Fähigkeit sein. Hier habe ich jetzt einfach mal Partikel Minecraft Basic Flame Partikel genommen, also so Flammenpartikel. Kommen jetzt wieder zur Spawn Location von diesen Partikeln. Und jetzt beim Hühnchen habe ich jetzt festgelegt, dass es, also wir wissen ja immer, Breite, Höhe, Länge, ne? Und hier in der Mitte habe ich jetzt einfach die Höhe gemacht. 0,5 ist die perfekte Höhe fürs Hühnchen. Muss man sich aber immer anpassen für das Pokémon, was man sich denn in diesem Ball natürlich spawnen möchte. Und dadurch bekommen wir jetzt einfach hier das Hühnchen. Mit Flammpartikel. Weiter geht's nun mit unserem Superball. Hier gucken wir mal gleich in den nächsten Command rein. Und hier wiederholt sich eigentlich alles gleich. Also zum wiederholenden Block wiederholt sich das. Ne, den lassen wir wiederholen. Bedingungslos, immer aktiv. Gucken wir in den Befehl rein. Jetzt müssen wir eigentlich hier nur 2 Sachen austauschen. Der ist komplett gleich. Und zwar einfach nur den Typ. Hier möchte ich meinen Pokéball jetzt durch einen Schneeball durch eine Enderperle ersetzen. Und möchte mir jetzt kein Hühnchen mehr spawnen, sondern ein Verwüsterer. So. Gleiches Spiel auch hier in dem vorderen Command. Den lassen wir verkettet. Bedingungslos. Immer aktiv. Gucken rein. Hier ändern wir auch wieder was. Statt ein Hühnchen schreiben wir jetzt hier den Verwüsterer rein. Und können die Partikel ändern. Du kannst die Partikel natürlich gleich lassen, wenn er Flammen haben soll, ne? Dann lässt es so. Sonst habe ich mich jetzt hier entschieden, mir die Partikel von einer Endertruhe hier einzusetzen. Und für den Verwüsterer kann ich euch nur, sag ich mal, die Empfehlung geben von einer Höhe von 2,1 für die Partikel. Ist aber eine Spielerei für sich. Kommt halt drauf an, wie gesagt, immer auf das Mob, was man sich da denn macht. Und so können wir denn hier unseren Verwüsterer aus dem Pokéball holen. Kommen wir nun noch zu unserem Meisterball. Wie ist denn dieser Command aufgebaut? Wir fangen wieder an mit einem wiederholenden Block, bedingungslos, immer aktiv. Und der Befehl komplett gleich, bis auf 2 Sachen. Hier nehmen wir jetzt statt einer Enderperle einen Verweiltrank. Spawn Location brauchen wir halt nicht. Und wir möchten jetzt hier ein Zombie-Pferd spawnen. Alles austauschbar, du kannst jedes Mob nehmen, ne? So, dann haben wir das schon mal geklärt. Gucken wir noch in den verketteten Block rein. Den lassen wir wieder bedingungslos, immer aktiv. Und was haben wir denn hier? Hier tauschen wir wieder aus. Einmal das Mob, was wir spawnen wollen. Das wäre jetzt hier im Fall das Zombie-Pferd. Und die Partikel ändern wir wieder, wenn du sie ändern möchtest. Hier habe ich jetzt einfach mal die Todespartikel genommen. Wenn man also stirbt, dieses Puff, ne? Also diese kleinen Wolken. Ne? Wenn man also irgendwie irgendwas vernichtet, ein Hühnchen, ein Schwein. Ob man selber auch mal, sag ich mal, vom Creeper hochgejagt wird. Ne? Diese Partikel, die spawnen wir hier.
Hier habe ich jetzt wieder gar nichts eingetragen. Das heißt, das spawnt auf dem Boden, die Partikel, also bei den Füßen von dem Mob. Du kannst hier natürlich auch gerne Breite, Höhe, Länge eintragen, wenn du willst, oder lässt es dir. Und so kann man sich dann auch noch sein Pferdchen spawnen. Was für ein schönes Pokémon. Und da seht ihr diese Todespartikel. Das kann man sich wie immer halt auch höher setzen, wenn man das nicht unbedingt auf dem Boden haben will. Aber für so ein Pferd passt das eigentlich ganz gut, wenn die irgendwie auf dem Boden sind. Kann ja irgendwie so eine Stampferattacke sein. Somit haben wir jetzt auch Pokébälle in Minecraft, können jetzt auf die Jagd gehen nach unseren nächsten legendären Pokémon. Aber ich bedanke mich denn hier erstmal wieder fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß jetzt beim Rumbasteln und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Haut's rein und ciao.